Das Ecomax 145 von Martor ist ein Leichtgewicht unter den Sicherheitsmessern. Es überrascht nicht nur mit ungeahnten Kräften, sondern sorgt auch für höchsten Arbeitsschutz. Das Sicherheitsmesser wiegt nur 12 Gramm und ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet. Es verfügt über zwei Schneidkanten. Weil die Klinge verdeckt liegt, sind sie besonders gut geschützt. Und genauso ihre verpackte Ware. Am Ende sicher verwahren. Nutzen Sie die spitze Messernase zum Einstechen und Schneiden. Bei Folie oben ansetzen und auf Spannung halten. In das Kartonklebeband stechen Sie mit dem Klingenkopf ein. Danach schneiden. Bei Karton empfiehlt es sich, den Griff leicht schräg zu halten. Daran denken, immer am Körper vorbeischneiden. Die Schnitttiefe des Secomax 145 liegt bei maximal 4 mm. Auch beim Abdeckeln gilt: Einstechen, schräg halten und wie immer am Körper vorbeischneiden. Um einen Karton seinem Inhalt anzupassen, außen ansetzen, in den Ecken herunterschneiden und Seitenwände einklappen. Das äußerst schlanke Secomax 145 passt auch in engste Zwischenräume und schneidet, ohne die Ware zu beschädigen. Da sich das Secomax 145 für Rechts- und Linkshänder eignet, können Sie je nach Arbeitssituation die Hand wechseln. Mit der Messernase einstechen und durchziehen. Der glasfaserverstärkte Kunststoffgriff des Secomax 145 ist sehr robust. Trotzdem, nicht hebeln, sondern schneiden. Wie bei anderen flexiblen Materialien gilt auch hier: Spannung aufbauen, um noch leichter durchzukommen. Für die Reinigung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Anhaftende Klebereste entfernen Sie vorsichtig per Hand. Je nach Verschmutzung können Sie Ihr Secomax 145 auch ausklopfen und auspusten. Oder unter fließendem Wasser reinigen. Sind beide Schneidkanten abgenutzt, entsorgen Sie Ihr Secomax 145 einfach über den Restmüll. Nutzen Sie auch unsere anderen Medien, zum Beispiel unser Sicherheitsposter. Und beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.